willkommen zum Hunde-Podcast von Novau. Ich bin Karin Immler und von mir gibt's für Sie Tipps und Tricks zum Alltag und zu der Erziehung Ihres Hundes. Modernes Hundetraining. 5 Fakten zur positiven Bestärkung. Rundherum wird von der positiven Bestärkung gesprochen. Ich fasse kurz für Sie zusammen, worum es dabei geht. Erstens, Verhalten, das sich lohnt, wird verstärkt gezeigt. Verhalten, das sich nicht lohnt, wird nach und nach weniger und hört auf. Es gibt auch selbstbelohnende Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Fortpflanzungs- oder Jagdverhalten. Diese brauchen keine Bestärkung von außen, denn in diesem Zusammenhang darf ja ein Verhalten nicht aufhören, nur weil es sich dieses Mal nicht gelohnt hat. Da hätte Mutter Natur keine gute Arbeit geleistet. Zweitens, Verhalten lohnt sich dann, wenn die Konsequenz darauf etwas ist, das das aktuelle Bedürfnis Ihres Hundes erfüllt. Und das kann alles Mögliche sein. Positive Bestärkung hat nicht nur mit Leckerchen zu tun. Als Bestärkung kommt vieles in Frage, je nach Hund, Situation und Anforderung unterschiedlich. Drittens, damit Ihr Hund Ursache und Wirkung in Verbindung bringt, also checkt, dass er die Wurst fürs schöne Sitzen bekommt, ist wenig Zeit. Daher ist es effizient, mit einem Marker, zum Beispiel dem Klicker, zu arbeiten. Damit schaffen Sie eine Zeitbrücke vom Verhalten bis zur Belohnung. Viertens, vor jedem unerwünschten Verhalten passiert ein erwünschtes Verhalten. Es ist in Ihrer Hand, dieses erwünschte Verhalten A zu bemerken, B zu bestärken und C zu generalisieren. Beispiel, bevor Ihr Hund bellt, ist er ruhig. Geben Sie in diesem Moment mittels Marker die Rückmeldung, dass das Ruhigsein eine gute Entscheidung ist und bauen Sie das aus. Fünftens, positive Verstärkung funktioniert. Immer und bei jedem Hund. Wenn ein Verstärker nicht verstärkt, dann ist er kein Verstärker. Das war der Hunde-Podcast von Novau. Wenn Sie mehr wissen möchten, dann schauen Sie doch gerne unter www.novau.com. Ich freue mich auf Sie. Bis bald, Ihre Karin Immler.